Muster. Ich liebe dieses Muster. Und sowas? Oh. Aber das wird man vielleicht nicht sein. Vielleicht kann man das abmachen. Wir haben uns jetzt zwei Röcke gekauft für alle Fälle. Einmal ein kariertes mit mehreren Farben. Und einen schwarzen, den wir eigentlich auch vorhatten zu nehmen. Was ist mit dem hier? Und der ist halt arg breit, aber wenn man den auch reinstopft in den Rock. Wir brauchen jetzt noch Schmuck und dann noch für den Schauspieler, also für den Jürgen, das Hemd. Die sind ein bisschen zu groß, die Platten, oder? Ja, minimal. Ja. Unterschiedliche Glieder. Wenn wir jetzt den Pullover nehmen, besteht die Gefahr, dass wir dann so eine winterliche Schiene abrutschen, was wir natürlich nicht wollen. Deswegen suchen wir weiter nach einem Hemd. Nach einem zweiten Hemd, weil er hat ja schon ein weißes Hemd. Wir wollen noch vielleicht eventuell so ein leichtes Hellblau übergehen. Thermostrumpfhosen, was natürlich sehr wichtig ist, weil es eventuell kälter wird. Dann noch ein Pulli und die Vivian hat auch ihr eigenen Pulli noch dabei, also ein bisschen dünner, sprich eine Bluse noch. Und genauso ein Rock, den wir auch wollten, den wir dann kombiniert mit Boots. Und für alle Fälle noch ein Rock, falls der irgendwie nicht sitzen sollte oder nicht gut aussieht. Und so ein paar kleine Accessoires wie Schmuck. Und der Jürgen bringt einfach sein Hemd mit. Also mehrere Hemden, für alle Fälle. So, genau. Also Sie haben jetzt das blaue Hemd an. Ich habe das blaue. Ja. Kennst du dich weil aus? Weil das hier, das ist ja hinten. Ja, genau, das, ja, das ist echt. Es gibt so zwei Zöpfchen hinten und ein. Ja. Und vorne. Das sieht es halt wirklich so Pfälzer-Opa-mäßig. So muss es sein. Das war das Stichwort. Entweder wir kombinieren die zwei zusammen oder halt den Rock. Und ab hier geht die Kamera jetzt aus. Genau. Die wir hier in sich umziehen muss. Genau. Wir sind jetzt an der Scheune und ich muss sagen, wir haben super Wetter, was natürlich sehr gut ist, weil wir nicht friert, weil wir ja doch den Sommer inszenieren müssen, beziehungsweise den Brühen. Alles war perfekt, wir haben den schwarzen Rock genommen, nicht das karierte, wir hatten auch Probleme mit dem Rock, weil der einfach hinten nicht zuging und der schwarze Rock sah einfach am besten aus. Heute ist der Drehtag von RPR 1 und ja, es wird auf jeden Fall krass. Meine Aufgabe ist, den Ton aufzunehmen. Mit einem Richtmikrofon von Rode. Mann. Man angelt, indem man so ein Mikrofon halt an einer Stange befestigt und dann das mit der Stange das so an die richtige Stelle hält. Boah. So, wir haben gerade gefilmt. Was hast du gerade gemacht? Ich habe auf jeden Fall Sonne im Gesicht. So richtig heftig. Was hast du gerade gemacht? Ich habe gerade den Ton von dem Auto aufgenommen, wie es vorbeifährt. Und jetzt werde ich gleich noch die Türen aufnehmen, wie die zugeschlagen werden. Ist genau, es ist eigentlich genau gleich schwer, wie ich es mir vorgestellt habe. So, also eigentlich. Ja. Oh. Okay, nochmal. Und warum ist dir der Ton so wichtig? Eigentlich ist er jetzt bei dem Projekt nicht so wichtig, weil der Ton ja vor allem in Stadien läuft und so und da hört man ja sowieso keinen Ton. Aber dafür, wenn er dann im Kino läuft, also weil der läuft ja dann auch im Kino. Ja, dafür bräuchten wir dann halt Ton und ja, es ist besser halt alles aufzunehmen, statt am Ende gar keinen Ton zu haben, wenn man den dann doch braucht. Mein erster Dreh als Tonmann war jetzt eigentlich
ganz cool. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war eigentlich sogar leichter als erwartet. So. Ja. Ja, wir sind jetzt hier einen Tag früher gekommen, damit ich das Licht einstellen kann an diesem wunderschönen Ort in Haslev. Die Schwierigkeiten beim Licht sind eigentlich nur, dass du eventuell die falsche Seite ausleuchtest. Das heißt, dass man die eine Seite mehr sieht als die andere. Oder beziehungsweise, dass du mehr Schatten hast, als du eigentlich willst, oder beziehungsweise überhaupt Schatten hast. Heute ist der Drehtag. Das heißt, heute check ich mal das Licht und dann geht es auf, dass gedreht wird. Die Schwierigkeit hier war gerade, dass die Sonne geblendet hat. Wir mussten also das Set umbauen, das heißt, ich muss auch das Licht umbauen, weil jetzt ja Licht von der Seite kommt. Die Schwierigkeiten waren eigentlich maßgeblich daran, ob man das Licht überhaupt sieht, da wo ich es hingesetzt habe, und ob das überhaupt gespiegelt hat, in Auto drin zum Beispiel oder auch in der Wohnung. Und ja, das waren die Schwierigkeiten. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch weil ich nie viel was mit Licht zu tun hatte, und ich finde, es eine gute Übung war das für mich. Und ja, ich würde es gerne wieder machen. Immer wieder! Grundsätzlich hat es mir sehr gut gefallen, es war viel Input. Ich habe viel gelernt. Einer der beiden Kameras, das ist die andere. Und die sind sich sehr so noch dafür gut zufährst. Das ist ganz geil eigentlich. Das ist immer noch relativ stabil. Ja. Bei der ist es Crop Factor 2, immer mal 2. Bei der, die hat einen. Muss jetzt erstmal alles ein bisschen verarbeiten und ich hoffe, dass beim Dreh ich das auch alles dann anwenden kann. Aber ich denke schon, die Jungs haben mir eine gute Einführung gegeben. Ich würde sagen, eine Kamera auf Stativ, du kannst auch ein Slider dazwischen packen. Und eine Kamera auf dem Gimbal. Du machst die eine Kamera, wir machen wahrscheinlich die andere Kamera, und du machst die Hauptkamera. Mhm. Wir sprechen uns einfach immer ab. Mhm. Also ja, mit dem Gimbal, das macht halt natürlich mehr Spaß. Weiß nicht, kann man coolere Schwenks machen, Stativ finde ich immer ein bisschen langweilig, aber muss auch sein. Das sieht noch natürlich aus, oder sieht gut aus. Mhm. Versucht mit der ISO bei 200, 400 oder so zu bleiben. Ich freue mich auf den Dreh. Schauen wir das mal an, oder? Ich glaube, kann man schwer beurteilen. Also wir hatten gerade das Kennenlernen mit den Schauspielern. Wir haben jetzt das Nötigste besprochen, Drehtag festgelegt und ich freue mich drauf. Get restless.
Also ich finde, das lief alles super, überraschend gut. Wir waren sehr gut im Zeitplan. Hätte ich nicht gedacht, dass das so reibungslos klappt. Und es gab auch keine Probleme mit den Anwohnern, womit ich nicht gerechnet hätte, weil Hasloch ein bisschen anstrengend ist. Aber es lief alles super. Und Kamerad, alles super funktioniert. Team hat gut zusammengearbeitet. Und das Wetter war sehr gut. Also wir hatten richtig Glück mit dem Wetter.